Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Shrouded the Watcher und mit unserem Uralderle. Schön, dass ihr da seid. Ich war gestern nochmal unterwegs, Glühwürmchen farmen. Wir haben jetzt wieder am Start 3 Irrlichttränke, 10 Dietriche. Wir müssen jetzt nochmal hin die Quest erledigen, dass wir dieses Schild da bekommen. Und wenn alles klappt, können wir uns vielleicht heute noch den Bogen holen von der Jägerin. Der ist nämlich auch noch offen. Ansonsten denke ich, so wie wir jetzt ausgestattet sind, sollten wir hinkommen. Repariert ist alles. Nochmal zur Sicherheit ganz kurz hier abgehockt. Voller Buff. Morgen würde ich mich dann kurz mal drum kümmern, dass wir hier einen besseren Ausgeruht-Bonus kriegen, ein bisschen was an der Base machen. Vor allem auch nochmal im Topf schauen, welche Buff-Foods gibt es, was können wir am Komfortlevel verändern und was gibt es vielleicht noch für Tränke, die uns helfen. Ja? Ansonsten müssen wir jetzt nochmal hinspringen. Ich bin natürlich gestern nach der Folge raus, hat mal wieder das Real Life gerufen und ich muss jetzt allerdings kurz gucken, wo wir hin müssen. Ich würde sagen, gehe ich am besten über das Journal und zeig mir das nochmal auf der Karte an. Genau hier. Und da haben wir ja auch vor Ort direkt diese Geschichte hier. Der Nachteil ist natürlich, wenn du neu ins Spiel reingehst, sind die Dinge, wie die Türen, die ich aufgeschlossen habe, wieder zu. Aber mit 10 Dietrichen sollten wir da heute richtig gut durchrutschen können. 4 Schalter waren es gestern, die wir da bewerkstelligen mussten. So, mein Männler hat sein neues Schwert, da freue ich mich sehr. Dann gehen wir doch direkt mal rein. Mal gucken, was ich noch zusammenkriege. So, bitteschön. 10 hatten wir, jetzt haben wir noch 9. Ist ja auch eine ganz gute Kampfübung eigentlich. Gelesen haben wir gestern soweit alles. Aufschlagen tue ich jetzt erstmal spontan nichts. Ich würde sagen, wir versuchen. Ja, aber genau. Aber da muss ich doch jetzt mal ganz klar sagen, du und ich, wir werden nie Freunde. So, aber dein Loot ist mir natürlich will. Wow, Alterle. Ich glaube, dieser Typ wollte mir sagen, wenn du mich hören willst. Da kommt schon der nächste. Boah, Alter. Waren die gestern schon so krass? Gut, wir kriegen sie recht schnell down, weil wir ja keine Probleme haben bezüglich. Ja, hallo. Ja, hallo. Bei dem Level haben wir natürlich keine Probleme. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Da britzelt doch schon wieder einer. So, Leute. Grabsteine, die verschlossen sind, mache ich natürlich wieder auf. Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich drüber. So, wir nehmen schon mal unser erstes Irrlicht, würde ich sagen. Danke, Irrlicht. Sehr gut, auch wenn ich es momentan nicht benutze. Aber irgendwann werden wir wahrscheinlich schon ein bisschen was einflechten müssen bezüglich Heilung. So, war hier noch was zum Abstauben? Nicht wirklich, nicht wirklich. Ein Blick um die Runde. Auf dem Bogen und zack. Teil 1 Hammer, ne? 1 von 4. So, wo war denn das andere? Es ist schon so ein kleiner Irrgarten hier, finde ich persönlich. Da musst du erstmal zurechtkommen, ne? So, ich würde jetzt mal. Weißt du was? Ich hätte rüberfliegen sollen, glaube ich. Ich glaube, ich muss da rüberfliegen. Dup, dup, dudli-du. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Also hier sind wir rübergeschwungen. Ich kann ja hier kurz. So, und der Typi müsste ja auch nochmal auftauchen, da der. Wie sage ich immer zu denen? Vom Harry Potter da, die fliegenden Dinger, ne? So, hier haben wir schön die Sachen ausgeräumt. Die Feinde sind weg, dann gehen wir mal weiter. Ja, runter müssen wir auf jeden Fall nochmal, ne? So, machen wir ein bisschen langsamer hier mit deinem Spirenzlus. Hallo. Hallo. Freunde der Nacht. Wo ist denn der Schießtyp? Da ist er. Okay, ich nehme Trank. Da macht er dann doch ganz gut Damage. Den Hammer, den Hammer. Da würde ich sagen, gönnen wir uns ein Verbändchen. Ich muss auf ein Miasma-Ding achten. Naja. Gehen wir mal hier unten alles durch. Ich glaube aber, der andere Schalter, den wir noch hatten, der war oben, ne? Hä? Selben Loot haben wir gestern schon von dem bekommen. So, ich gucke hier nochmal kurz. Also das Irrlicht ist schon eine große Hilfe.
Okay, hier hat uns gerade die Flamme erleuchtet. Will die, dass ich wieder nach oben gehe? Was ist denn hier mit diesem Holzgerüst? Hallo? Ach, guck mal hier, rotes Miasma. Muss ich aufpassen, wenn ich runterfliege wieder, ne? So, einmal nach oben. Ausgangsbasis war hier. Wir sind rechts rum, glaube ich, gerade eben. Dann haben wir den Hüpfer gemacht. Dann laufen wir jetzt mal links rum. Aber da kam ich gerade her, ne? Ich gehe nochmal runter. Muss ja irgendwo hier was sein. Das rote Miasma, das geht mal so ganz kleines bisschen aufs Ärschle. Also einer war oben, aber wir hatten ja gestern noch zwei offen. Dann gab es diese Dietrich-Tür, die ich nie aufgemacht habe. Dieser Mann, der vielleicht mal ein Mann war, wir wissen es nicht. Also hier in der Motsche hätte ich jetzt schon vermutet, dass auch nochmal eins ist irgendwo. Ja, ich höre den, aber ich sehe ihn nicht. So, jetzt musst du ein bisschen vorsichtig machen. Ich habe so das blöde Gefühl. Je mehr Feinde wir auslöschen, desto weniger Probleme haben wir. Hier ist eine Tür. Die hatten wir, glaube ich, gestern nie auf. Ich habe noch 4 Minuten 57, ne? Aha. Hier kommt nochmal ein gesamter Parcours, Alter. Das Nest von denen, gell? Oh. Ich wage mich mal hier rein. Ich glaube, die Flamme hat uns gerade erleuchtet. Okay, Leute, ich muss nochmal Miasma Zeit holen. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal rein. Da gibt es bestimmt was. Jetzt wäre es erstmal wichtig, dass ich kurz nach oben komme, mich auflade. Dann machen wir oben den Schalter und dann gehen wir nochmal runter. Hier war doch gestern auch so eine Dingens, wo ich mich hochziehen konnte, ne? Aha. Den haben wir recht gut erwischt, finde ich. So, hier wollen wir ja rein. Jetzt pass auf, ich nehme mal einen... Mir erstmal Schutztrank, schon mal zur Sicherheit. Und wo war das gestern? Wo war das gestern? Wir gehen nochmal ganz kurz, spaßeshalber, hier entlang. Diese Tür, die ist ja zu. Die weiß ich nicht, wie sie aufgeht. Ich nehme mal an. Ach, guck mal, da hinten ist ein Mechanismus, ne? Also müssen wir da irgendwie auch rein. Wahrscheinlich kommen wir da auch von oben irgendwann ran. Ah, den habe ich, glaube ich, gestern gar nicht festgestellt, den Mechanismus. So, Leute. Puh, ich weiß es nicht. Da sind wir und von hier waren wir. Ich probiere nochmal, vielleicht kann ich da oben in das Loch reingleiten. Irgendwie habe ich das Gefühl, da müssen wir hin. Ah, warte mal geschwind. Die Kiste hatten wir. Dann sind wir hier rein. Hier haben wir den Mechanismus ausgelöst. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich verlaufe mich bei sowas ganz, ganz krass halt. Ich nehme an, wir müssen runter, ne? Ich nehme an, wir müssen ins Miasma. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo es hier weitergeht. Geh mal runter. Volle Aufladungsdröhnung haben wir ja. Schwertle in die Hand. Diese Tür haben wir aufgemacht. Da wollten wir nochmal gucken. Dann machen wir das jetzt auch eben. Ich gucke mal hier links. Roter Miasma-Fluss. Scheiße. Ja, da hinten müssen wir lang. Da, wo dieser Schalter ist, ne? Und wo geht's hier lang? Kiste.
So. Denk dran, da ist jetzt die rote Brühe. Nimm dir mal Buffood. So, ich habe halt jetzt echt Angst, dass ich da runterfliege. Ich bin prädestiniert für sowas. So, ich mach mal ganz kurz atmen. Wir müssen darüber, ne? Ich gehe mal den sicheren Weg und hangel mich. Hä? Ah, okay, ich dachte gerade. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber hier kann ich runter. Sehr geil. Okay, das spreng ich weg. Na toll, der ist ja super. Der war fit, gell? Hier ist was zum Rüberziehen. Zack, zack, geht's dann dahin. Hier wäre was zum Hochziehen. Allerdings ist die rote Brühe unter uns. Das wollen wir auf keinen Fall feststellen. Aha. Und das haben wir ja weggesprengt gerade. Dann laufe ich erstmal hier lang. Miasma. Freie Zone. Ich dachte, wir waren schon Level 13. So, ich drück. Die Tür ist gerade aufgegangen. Hier ist Miasma freie Zone, für uns sehr gut. Und einen Schalter haben wir noch gesehen hinter der verborgenen Tür. Und die müsste ja jetzt auch irgendwann aufgehen, ne? Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Oh, das sieht schön aus. Das sieht ja gut aus. Also wir waren da schon, aber es sieht halt einfach gut aus, habe ich gemeint, so das Gewölbe. Glaubst du, dass die Tür jetzt auf ist unten? Nicht unten, die war hier irgendwo, gell? Wir gucken nochmal. Hier kamen wir rein. Hier links war doch die, oder? Ja, da hinten, aber die ist immer noch zu. Ne, das ist nicht die, die ich meinte. Die ich meinte, die ist wirklich, glaube ich, unten. So. Hier sieht es ganz kleines bisschen so aus wie drüben. Also ich muss sagen, so viel wie ich mich halt auch verlaufe, ich liebe diese Art Mission hier schon, ne? Ich finde die schon ziemlich gut. Hier könnte man sich hochziehen. Den habe ich, glaube ich, vorhin unten gesucht. Das heißt, du kommst auch ohne Dietrich hier rein. Die Treppe habe ich gesehen, die nehmen wir auch gleich. Ich gucke nur noch mal hier die Ränder ab. Gut. Gehen wir. Aber du kommst von hier und von hier. Das ist natürlich cool. Ich nehme an, wir bewegen uns jetzt auf den letzten Schalter zu. Hier, oder ist er? Es ist aber einer zum Rüberschwingen. Die hat's mehr wehgetan wie mir, ne? Die Dinger nehme ich alle mit, weil wir brauchen als nächstes 10 Miasma-Seelen. Und die baut uns ja der Alchi aus den Kleinen, ne? Schalter mal ausgelöst. Hier gibt es nichts mehr zu finden. Ich glaube, dann gehen wir jetzt erstmal gucken, ob wir dieses Dinglichen finden, ne? Er hat nicht gereicht. Ist aber nicht schlimm. Ich meine, wir haben jetzt 4 Schalter. Aber eine Tür gab es noch. Ne, siehst du, da ist noch eine offen. Die müssen wir jetzt nochmal wiederfinden und dann haben wir es, glaube ich. Der Irrgarten der 12. Weißt du was? Irrgarten, Irrlicht, ne? Wenn ich nur wüsste, wo es mich noch hinführen soll. Hier ist der Fluss. Ich weiß nicht, ob wir über den schon drüber gekupft sind. Ich glaube nicht, aber das könnte man gleich mal noch machen. Problem ist, jetzt sind auch keine Feinde mehr da, die mal geschwind helfen könnten in der Form, dass man dann in einem Gebiet ist, wo man weiß, okay, Feinde, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir. Komm, ich hopf einmal über den Fluss kurz drüber.
besten ohne sterben. Mich wundert es, dass wir hier noch... Ach, hier ist dann einfach nur die Treppe, okay. Das muss es doch sein hier. Ja, wir haben's. Wir haben's, Leute. Alle Mechanismen ausgelöst. Jetzt geht's nur noch für uns wieder hoch. Zur Ausgangsbasis. Oh, da freue ich mich jetzt aber, dass ich es gefunden habe. So gern wie ich es mache, ne? Irgendwann bist du dann an dem Punkt, wo du denkst, jetzt könnte ich es dann langsam mal finden. So, Leute. Die Tür ist auf. Wir werden vielleicht unseren Lohn bekommen. Ja, dann schaffen wir doch den Jägerbogen zumindest noch anzufangen heute, oder? Ja, wenn wir nur wüssten, was da jetzt noch alles... Boah, ist das geil, guck mal. Erlands Bollwerk. Mit 7 Blocken wirkt es für mich wie was, was nicht so geil ist. Ich glaube, das ist ein Anfängerschild. Das hätte man das viel früher holen müssen. Ich guck mal auf die anderen Werte gleich. Jetzt gehen wir erstmal hier raus. Die Quest ist ja erledigt, ne? Jo. Schöne Runde war es bis hierher. Wir haben das Ziel erreicht. Ein bisschen suchen mussten wir, aber das gehört halt dazu. So, lass mich mal kurz das Erlandsbollwerk angucken. Ich gehe mal ganz kurz hier. 7 Blocken, 11, 43 Parierekraft, 20, 100, 110, hat aber 25 Lebenspunkte, ne? Also, es sind 4 Block Unterschied, Stufenunterschied auch. Die Lebenspunkte sind vielleicht ganz nett, aber ich glaube, unser Schild ist mir lieber. Wir können es ja mal ausrüsten, das muss man am Ende sehen. Ja, es wäre halt schon passend zum Schwert auch, ne? Guck mal. Aussehen wird es schon stark. Auf der anderen Seite. Das andere ist irgendwie ritterlicher halt. Das ist ja schon wieder so ein Verzauberungsding. Ja, Leute, dann lass uns das doch machen. Wir holen den Bogen noch, dass wir nicht noch mehr Zeugs kriegen, was wir dann nicht mehr brauchen können, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass der schon noch was taugt. Ich aktiviere die Quest. Wir gucken, wo sie ist. Hier oben. Hier oben. Hier habe ich kein Bett gesehen, das heißt, ich gehe kurz heim, gucke, dass ein neuer Tag beginnt, dass wir bestmöglich ausgerüstet sind. Und der nächste Punkt, den wir haben, wäre hier hinfliegen oder von hier rüberlaufen. Die zwei Punkte sind fast gleich weit weg. Ich würde sagen, wir fliegen. Wir machen wieder Risiko-Fisiko, nimmerle. Neuer Tag, neues Ziel. Wir gehen nochmal auf die Map. Ganz wichtig, ich bin hier, da will ich hin. Ich markiere uns das Dinglichen mal, müsste aber eh markiert sein, ne? So. Hallo. Ein wunderschöne gute Morgen. Ja, wir müssen ziemlich genau da, wo dieses Bollwerk an Kraft, hätte ich jetzt fast gesagt. Ha. In die Richtung müssen wir. Schaffe ich das? Also auf die Flamme da unten komme ich. Das habe ich schon ein paar Mal probiert. Ich habe nur gerade das Gefühl, dass es nicht wirklich zielführend ist. Es wäre besser, wir gehen von hier aus zu Fuß rüber. Ich habe das vergessen mit Miasma, ne? Wo genau, wie, was. Wir laufen die paar Meter, das wird schon nicht so weit sein. So 600 Meter, siehst du? Verlassenes Jägerlager, das war ja auch hier die Geschichte. Da müssen wir durch die Höhle, gell? Müssen wir durch die Höhle durch? Kamen wir da durch? Im Moment weiß ich es nicht. Wir laufen da hinten lang. Wir laufen jetzt hier durch. Jo. So, wir lassen alles an Tierzeug stehen, würde ich sagen. Alles, was uns unterwegs über die Füße purzelt an Pflanzen, nehmen wir natürlich so grob mit. Wäre cool, wenn wir den Bogen heute kriegen. Da oben ist schon wieder eine Ruine, ne? Weißt du, habe ich gedacht, wenn wir das dann so hier gerade im Angebot haben, nehmen wir es natürlich mit. Ah ja, du kommst wahrscheinlich da auch in eine Höhle rein. Mich interessiert jetzt natürlich schon, den Bogen zu kriegen. Wieso ist denn da hinten von uns...
ich habe mich getäuscht. Der Grabstein, der zeigt zwar das Ding oben an, aber der liegt woanders. So, spar dir mal ein bisschen die Aussauer. Buffood hast du? Gut. Ausgeruht Bonus auch. Da kümmern wir uns morgen drum. Wie gesagt, es gibt ja noch einen Haufen neue Betten und so. Haben wir ja gestern oder wann gesehen. Wäre schon cool, wenn wir uns da ein bisschen den Komfortbonus erhöhen. Hier ohne Fledermäuse gesehen gerade. So, der Weg führt da hoch zu dieser Siedlung. Ja, das ist unser Ziel. Untersuche das Jägerlager. Oh, hier sehe ich schon was. Irwurzburg. In Irwurzburg hatten wir, glaube ich, noch was, Leute. Ich glaube, in Irwurz hatten wir das da. Die Plünderer haben die Irwurzburg erobert. Besiege die Plünderermutter, um die Stadt zu erlösen. Okay, das heißt, dann haben wir hier zwei Aufgaben. Die Frage ist jetzt nur... Verloren im Miasma, Irwurzburg. Ich muss nur gucken, ob ich das von der Markierung nochmal... Ach, du hast den Hinweis, sie muss ein Lager in der Nähe aufgeschlagen. Erkunde das Lager, bin ich jetzt im falschen Ding gefolgt oder was? Ja, richtig, hier muss ich hin. Aber das ist doch gut zu wissen, dass wir hier oben gleich eine Mission haben, die wir die Tage machen können. Ne? Das heißt, ich muss mehr in die Richtung noch... Ja, das wird wieder so dicke Mutti sein. Die Mama halt demnächst irgendwann. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich hier irgendwie erstmal die Jäger... Ich will den Bogen jetzt halt sehen, weißt du? Bevor der dann auch wieder nichts mehr taugt. Ich muss gucken, ob man hier durchkommt. Oder ob man besser hier mehr reinschlupft. Ja gut, aber Kamille und so brauche ich jetzt keine mehr mitnehmen. Ich habe ja daheim ganz viel angepflanzt schon. Ich glaube aber, diesen Kamillentee sollten wir uns demnächst als Buffood mitgeben. Hallo, mein Freund. Ich will bloß nicht ins rote Miasma fliegen. Meine selbst initiierten Sterbaktionen. Ich glaube, wenn wir hier reinlaufen, dürften wir hinkommen. Die Wälder sind schon eine coole Geschichte, finde ich. Sie machen auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. So. Jetzt müssten wir auch jeden Moment sehen, wo wir hin müssen, denke ich mal. Wenn das halt oben ist, haben wir gleich wieder das Kepler auf, gell? Den habe ich, glaube ich, auch schon angepflanzt. Das heißt, diese Burg guckt ja auch geil da raus, ne? Muss man einmal mal sagen. Schau mal, wo das Schwert jetzt gerade hin zeigt, so grob. Gefällt mir gut. Ey, ist das eine riesen Map schon, gell? Da hinten komplett neues Biom noch zu entdecken für uns. So, Leute, jetzt bin ich gespannt. Steht, ich wollte eigentlich blocken. Ja, euer Fleisch nehme ich natürlich mit, ist doch klar. Jetzt bin ich mal gespannt, wo das sein soll. Ah, es sieht aus, als wäre es unten irgendwo, gell? 26. Aha. Standort ist auf jeden Fall unten. Ah, jetzt haben wir das nächste Problem. Ich habe keinen Altar mehr frei. Wie weit ist denn das aber, wenn ich es nochmal anlaufen muss? Ja, es ist kein Weg. Falls es jetzt heute in irgendeiner Form schief geht oder so. Machen wir es die Tage, ne? Jetzt gehen wir mal da runter.
Oh, Alter, was war das für ein Zauber? Gewitter oder sowas? Kettenblitz. Also hier könnten wir aber zur Not pennen, wenigstens. Lagerfeuer. Ich habe, glaube ich, 10 Lagerfeuer daheim. Ja, Leute, wir sind da. Ich würde sagen, wir gehen wenigstens mal kurz reingucken. Speicherstein habe ich jetzt keinen gesehen. Oh, okay. Für ein Jägerlager super modern, ne? Fertige Base-Formation. Ich muss nochmal lesen. Erkunde das Jägerlager der Jägerin. Kann das sein, dass ich habe aber das jetzt gerade ja markiert, ne? Also wir sind schon richtig, glaube ich. Auf der Karte anzeigen. Ja, dann muss es hier außen irgendwo. Ach, dann habe ich da nicht richtig erkundet. Ah ja, hier. Warte mal, ich mache mal kurz die zwei Jungs hier weg. Kann das sein, dass die so programmiert sind, dass dann doch eins wartet, bis du... Das eine Schwein sieht immer so aus, wenn du gegen zwei kämpfst, als ob es wartet, bis du so weit bist. So, verlassenes Jägerlager. Erstmal die Kiste. Kupferpfeile. Weit weg von zu Hause. Ich bin jetzt im Dickicht. Reichlich Deckung, aber zu viel Schlamm. Ich hinterlasse Fußspuren. Ich vermisse die festen, felsigen Bergpfade. Kieselsteine im Abgründe zu treten, um auf das Echo zu warten. Schöner Satz. Kieselsteine in Abgründe zu treten und auf das Echo zu warten. Ein seltsamer Geruch liegt über dem Moor. Es ist faulig und vergoren und erinnert mich an die Brennerei in der Nähe der Heulspitze. Ich habe beschlossen, Irwurzburg zu meiden. Zu viel los. Und ich schmecke Kupfer im Wasser. Schlechte Vorzeichen. Ich muss so schnell wie möglich von hier verschwinden. Okay, ich dachte, ich habe jetzt tatsächlich schon. Vielleicht habe ich noch mehr übersehen. Wir gucken gleich mal. Mein Schwert ist bald durch, gell? Ja, lass es gut sein. Wie er immer mit der Axt dann dasteht und nicht weiterkommt. Nö, ich habe alles soweit jetzt entdeckt. Aha. Kapuze des Bogenschützen. Hinterhaltsschaden. Geil, aber das ist immer wieder mal so Kleinigkeiten auch. Holzbretter und Nägel habe ich gefunden und ich lese. Talion, der Kampf bei der Brücke. Ich weiß, dass du auch dort gewesen sein musst. Denjenigen, die flüchten konnten, stand der Schrecken in den Augen geschrieben. Das Miasma, sagten sie mit zittriger Stimme. Das Miasma hat alles überflutet. Und trotzdem hat die Armee von Vorgott den Kampf fortgeführt. Bitte sag mir, hast du es eingeatmet? Bist du noch darin, kleiner Bruder? Spielst du noch immer Kommandant? Ich überblicke das Tal mit der Sonne am Zenit. Aber nichts bewegt sich. Ich habe mein Ohr am Boden, aber ich kann keine schweren Stiefel marschieren hören. Falls du da drinne bist, gib mir bitte ein Zeichen, Talion. Ich trage dich auch auf dem Rücken, wie in den guten alten Zeiten, deine Schwester Atalan. Oh. Wie süß, aber. Talion? Wenn das mal nicht mehr rauskomme, weißt du? Wir lesen mal geschwind, ob da was Neues dabei steht. Du hast erfahren, dass eine große Schlacht an einer Brücke der Erbauer im Düsterdickicht geschlagen wurde. Erkunde das Gebiet und finde heraus, welche Reichtümer im Miasma verborgen liegen. Okay, dann geht es jetzt praktisch dann hier weiter. Für den Bogen, ne? Tja, Leute, jetzt haben wir das nächste Problemchen, in Anführungszeichen Problem. Ich habe keinen Schrein mehr zur Verfügung. Das heißt, wir müssen irgendwo einen abbauen. Hier im Schreinerlager hole ich immer die Mats. Ich glaube, dieses Zuhause, wenn wir abbauen, macht es am meisten Sinn. Jetzt würde ich einfach mal da reinlaufen noch ein paar Minuten in das Gebiet. Und dann hole ich uns morgen den Altar hier rüber und baue den anderen ab. Wenn jetzt hier gegenüber noch Kupfer wäre, könnte ich auch direkt wechseln, ne? Weil da habe ich jetzt Lehm. Oh, hier ist. Ich würde am liebsten. Ich muss einmal kurz reinhauen, schön. Das ist so schön.
Wenn jetzt hier in der Nähe Kupfer wäre, würde ich die Schreinerei einfach aufgeben, weißt du? Weil ich gehe da wirklich im Moment nur noch hin. Hör auf jetzt. Hört da nicht auf. 91 Meter, jetzt interessiert es mich natürlich schon. Ich guck mal eben, wenn ich da irgendwo Kupfer in der Nähe finden würde. Wow. Hallo, Spiderling. Leuchtstein auf dem Ding oben. Schade, dass das Schild nicht wirklich noch was für uns getaugt hat, aber. An die Wache des Nordens, Wächter des Nordens, Lord Vorgott, mein verdorbener, wahnsinniger Widersacher. Du bist nichts als ein verrückter, rasender Schatten eines Anführers. Es macht mich krank, deine Befehle zu befolgen. Ein Tribut, den ich mit Blut bezahlt habe. Keine Armee kann dich beschützen. Ich werde jeden Abgrund überqueren, jeden Berg erklimmen, mich gegen die bitterste Kälte stemmen. Ich werde bis an die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit gehen, um dich zu finden. Und wenn ich das tue, werde ich mein Ziel erreichen. Das schwöre ich bei der Ehre meines Bruders. Oh, Alter, die Jägerin, das ist die wir bei uns im Lager haben, ne? Das ist eine ziemlich coole, eine ziemlich harte und vom Schicksal offensichtlich gebeutelte. Ah, zieht ihr das rein? Wir sind an dieser Riesenbrücke, Leute. Standort unten. Wie immer eine Freude. Brücke der Erbauer. Haben wir einen neuen Hinweis? Nee, ne? Nee, wir sollen uns immer noch hier umsehen. Hier, ne? Wir müssen hier runter. Wir müssen dann hier runter, Leute. Da vorne diesen Pfad runter. Dann machen wir das morgen, ja? Dann ziehen wir das noch durch, würde ich sagen. Vielleicht haben wir Glück. Und wir haben dann auch noch eine schöne Fernkampfwaffe, wenn wir uns in Lichtenstein oder in Leuchtenburg oder Leuchtenstein und Lichtenburg dem nächsten Feind stellen, der uns dann hoffentlich den Kopf bringt. Coole Ansicht. Bin sehr, sehr gespannt, was uns hier erwartet. Aber wie gesagt, ich muss jetzt nochmal ein Stückle rüberlaufen. Das heißt, zu Hause Stufe 1 wird abgebaut. Mache ich jetzt gleich. Und dann wandere ich da morgen kurz rüber, hole euch rein und dann gehen wir da runter. Und schauen, was da geht. Interessiert mich tierisch. Genau, hier bin ich jetzt aktuell. Ich gucke nochmal ganz kurz. Eine bessere Möglichkeit sehe ich nicht. Ja, aber wir wissen ja jetzt, dass wir hier entlang können. Dann laufe ich das Stückchen einfach nochmal. Ja, haben wir aber wirklich mal hier hin müssen, haben wir ja hier zwei Möglichkeiten. Bin sehr gespannt. Bis morgen, Leute.